Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 24. März. Heute dabei Super Mario Run, Workflow, Google Maps, Microsoft OneDrive und Facebook Live. Beginnen wir mit der guten Nachricht für alle Android-Nutzer, denn jetzt ist Super Mario Run auch für diese Plattform verfügbar. Ja, ob ihr da Spaß dran habt oder nicht, probiert es aus. Wir waren ja damals im Geek Talk durchaus ja, nicht so positiv gestimmt und fanden das Spiel nicht so toll. Aber es ist trotzdem ein relativ guter Erfolg, würde ich sagen. Und nicht nur die Android-Nutzer können sich bei Super Mario Run freuen, sondern auch die iOS-Nutzer haben ein großes Update bekommen, mit dem es neue Level gibt. Der kostenlose Teil wurde erweitert und schaut es euch an, spielt es und gegebenenfalls lasst uns eure Meinung über Twitter oder unter dieser Folge in den Kommentaren wissen. Bleiben wir aber gleich bei iOS. Apple hat die Automatisierungs-App Workflow übernommen. Mit Workflow können komplexe Aufgaben gruppiert werden und die werden dann mit einem Tab abgearbeitet. Die App war bislang auch kostenpflichtig. Nach der Übernahme durch Apple wurde sie nun auch kostenfrei. Und wir schauen mal, was damit passiert. Eventuell integriert Apple ja sogar die Funktion im nächsten iOS. Das finde ich eine tolle Sache. Workflow ist eine sehr mächtige App und ich kann auf jeden Fall den Download und den Test nur empfehlen. Jetzt sowieso ist ja kostenfrei. Und weiter geht's mit iOS. Google Maps hat zwei neue Features. Einmal die Share Location, sprich man gibt halt einfach seinen Ort frei und andere können sehen, wo man sich gerade befindet. Zweite Funktion ist das Sharen von einem Trip. Also die Freigabe, ich befinde mich in einer Route auf dem Weg zu Person X oder zum Ort Y und gibt dies frei und die andere Person kann dann sehen, wann komme ich an. Das ist vielleicht ganz hilfreich, dann wartet man nicht beispielsweise auf der Straße, sondern geht erst ein, zwei Minuten, bevor ich dann als Person ankomme an dem Ort, eben runter und hat so ein bisschen Zeit und Aufwand gespart. Das ist ein bisschen ähnlich, also es klingt auf jeden Fall so wie die App Glimpse, die ich persönlich sehr oft nutze und auch sehr gut finde, die viele Leute auch gar nicht kennen. So, Thema iOS, wir bleiben direkt dabei. Nächste Nachricht ist OneDrive für iMessage. iMessage ist ja mittlerweile ein bisschen aufgebohrt, da kann man ja Apps integrieren, das sind oft noch Sticker-Packs und Spielereien, aber auch mittlerweile viele Produktiv-Apps, die dort zugreifen. Und so ist nun auch OneDrive dabei. Da kann man nun Dateien freigeben oder eben auch Dateien direkt in iMessage betrachten. Schöne Sache. Und ich finde, iMessage wird auch immer richtig, ja, immer viel mächtiger mit diesen Apps und gerade im Bereich Produktivität. Da kann sich noch einiges tun. Letzte Nachricht für heute ist Facebook Live. Und Facebook Live ging bisher immer nur über die App auf dem iPhone oder gegebenenfalls dann auch auf dem iPad, logischerweise auch auf anderen Smartphones. Aber nun geht es auch direkt auf dem Desktop- oder Notebook-Rechner. Also auch dort können nun Facebook Livestreams gestartet werden. Das ist vielleicht halt auch ganz nützlich. Also oft ist das Smartphone eben nicht die beste Variante. Es fängt ja auch schon an beim Akku. Und mit dem Laptop oder mit dem Desktop-Rechner, der auch am Strom hängt, kann man nun auch seine Livestreams starten, neue Formate entwickeln und ja, die Community aufbauen, die man da auf Facebook erreichen möchte. Auf jeden Fall eine Funktion, die ich auch nutzen werde und das probiere ich jetzt am Desktop eigentlich auch gleich mal aus. Aber während ich das mal mache, wünsche ich euch einfach einen schönen Start in den Freitag. Bald ist ja Wochenende, habt Spaß am Wochenende, genießt das. Am Montag wird euch dann der Jan übernehmen und durch die Woche begleiten. Und bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Achim. Hört mehr Geek Talk.